Heute ist Irland. Ein irischer Freund, ich schaue Ihnen genau zu heute. Ja, ich ein paar Punkte machen. Hans! Auf geht's! Marcel, alles klar? Bleib hier auf der Seite. Da ist das Fähnchen. Bleib hier auf der Seite auf jeden Fall. Marcel, bist du Linienrichter oder was? Marcel, lass mich doch nicht. Nein, ich darf das nicht. Du musst aufpassen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist Ihr Vorstand im Halblau hier? Jugendwart. Wir haben
Leo, Lehrer! Enfin! Oh, mec! Tu peux t'imaginer comment c'était. Hein. Léo, il a eigentlich auch. Ouais, avec mon frère là, il était là. Et on a bien vu. Okay. Mais ce soir, j'espère, on va fêter la victoire en plus. Hein. Oh, pour le moment, il y a une belle chose. Ouais. Il faut garder les ballons dans la main. Hein. Sinon, c'était pas mal là. Là. Les touches sont propres, mais les propres. C'est bien, c'est du progrès. Pas perdre la concentration là, les mecs. Wasser und so, ne? Das ist so zum Spielen. Thank you.
Punkte. Hi. Ich halte die ganze Zeit schon die Klappe, damit ich ja nichts Dummes sage. Aber dich hört man sowieso, Fabian, du übernimmst den Job schon. Und zwar dieses Prachtstück. Also hier, aber das spielt das Schiedsrichter heute. Achso, also das? Mit der grünen Mütze ist der Marcel. Also mit der roten Ärmel ist Saarbrücken und das ist Kaiserslautern. Oder Hochspeyer oder so. Die Felsen. Jawohl.
Warum das jetzt in der Mitte gibt? Der muss weiter als diese 10 Meter, also er muss mindestens 10 Meter muss der Ball fliegen. Ach so. Und er ist so früh aufgekommen. Jetzt gibt's was für Dinge, das ist so Gedränge in der Mitte. Halt. Gedränge, ja. Das ist die schönste Figur, die ich habe. Ah, sehr. 3-3 grad. Jana hat gerade grandios mit einem Kick ausgeglichen. Ich hab's gesehen. Und jetzt hat er drüben gestanden. Ach ja, okay. So wird mit dem Gewicht, dass man so aus dem Boden steht. Die sind alle gut nach hinten raus. Aber der offiziösen Kameramann. Ich will noch hinten abgeben. Mit ihm! Der Harry, der sieht aber auch wirklich alles. Das ist der Harry, der Schiedsrichter. Ja. Aber das war schon gut, dass er das gesehen hat. Das war irgendwo da unten im Getümmel drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Der Schiedsrichter ist respektiert. Wo ist der Herr? Vielleicht soll ich zur Umschule. Ich glaube, Frankfurter Gegend, aber... Ja. Saja, nimm mal deinen Quadratschädel da weg. Was? Bei Ben traue ich mich das nicht zu sagen. Hey. Hey. Der kommt vielleicht auch demnächst zu uns. Ja. Du siehst jetzt schon mal, wirft schon mal einen kleinen Blick drauf. Sehr okay. Schön, so gehört sich das. Hast du einen Vertrag dabei? Du musst jetzt mal anrufen. Ich du hast die Wahl. Entweder du spielst bei uns oder wir bekommen deine Seele. Okay. Auf der Website steht, dass man nicht mehr genau hier sitzt. Dass man damit seine Einfahrtstelle sich holt. Das Problem ist, ich bin eh erst mal nur donnerstags trainieren. Ich hätte streng gesehen. Schön! Jawohl! Ich bin verliehen auf dem Aufschlag. Wie sieht's aus mit Regelkunde? Kennst du schon ein bisschen, oder? Mehr oder weniger. Ja, wenn du irgendwas gefangen hast. Ich muss erstmal alles nochmal im Internet durchlesen. Ja, da bei Wikipedia steht eigentlich, das ist eigentlich ganz coole Zusammenfassung. Kann man ganz gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Ja, ja, gut, es gibt mehrere noch halt. Aber die beiden größten Verbände sind dann, der größte ist das hier, was wir spielen, Rugby Union mit 15 gegen 15. Und dann Rugby League ist das zweitgrößte und dann gibt es noch Rugby Sevens. Das ist das, was jetzt olympisch wird. Jawohl! Hopp, weiter geht's! Hör ja! Scheiße! Schade. Schön gespielt, Herr Böcker, schön! Das war jetzt sehr knapp, jetzt gibt's leider... Warum war es jetzt kein Punkt, warum? Ey, der hat ihn hinten ins Ausgekickt. Ach so. Du musst also schon liegen bleiben. Bitte? Der muss liegen bleiben. Ja, der muss auf jeden Fall, er muss in dem Mahlfeld abgelegt werden. Ach, okay. Er hätte jetzt hinspringen müssen und ihn dann ablegen, genau. Hätte Punkt den Hand. Jetzt 5 gegeben. Genau. Das war nicht schnell genug. Ja, ja. Ja, gut, das war halt ein bisschen zu fest gekickt, aber das war schon sehr, sehr gut. Also das kann so weitergehen. Aufsteigen in Form ist ja, absolut, absolut. Gib mich ihn, gib mich ihn, gib mich. Es war gekreuzt. Peppi hat halt da im Weg gestanden und Flo ist quasi hinter ihm entlang gelaufen. Das heißt, Peppi hat den Weg zum Spieler versperrt. Konnte nicht angegriffen werden. Das hat jetzt einen Strafkick gegeben. Für Kaiserslautern oder für Hochspeyer mit Löhne. Und die schießen dann aus und dann kriegen sie selbst an der Stelle Einwurf jetzt. Okay. Ansonsten ist normalerweise natürlich auch wie beim Fußball, der Gegner kriegt Einwurf, ja. Aber nicht beim Strafkick. Alles klar.
es halt gut, um Meter zu machen. Da musst du halt auch umlegen. Beim Rugby geht es darum, mit deinem Körper halt die Meter zu machen. Ja, du trägst den Ball nach vorne. Alter, genau so machst du das. Hey, geh zu dem Schwimmer! Geh zu dem Schwimmer! Ja. Weiter, weiter, weiter! Go! Mit ihm, mit ihm! Hey. Ja, scheiße, ich denke die ganze Zeit, im Harry sein Schädel ist der Ball. Was war jetzt für ein Fehler? Hat nach vorne geworfen. Ja. Also er hat ihn nicht gefangen gekriegt, sondern ist dann nach vorne gesprungen. Zack, Vorball. Schiedsrichter sieht doch alles. Ja, das ist wirklich gut. Das ist der Schiedsrichter Obmann. Ach so, Obmann schickt. Ja. Okay, jetzt unterbricht halt, ist das Gedränge zusammengebrochen. So. Das ist gefährlich halt für die Mannschaften. Und das ist aus gesundheitlichen Gründen. Ja, genau. Der Björn hat sich, der wollte den Ball vom Boden aufheben, obwohl er selbst am Boden gelegen hat. Also man muss der hat sich auch so reingeworfen, so richtig, also er hat sich drüber geworfen. Das ist so. Kommen. Nee, der holt seine Freundin im Hauptbahnhof auf, weil sie kommt heute nochmal nach der Brücke. Extra fürs Rugby-Spiel, das ist echt so nett von ihr. Genau. Ein paar andere Leute konnte ich nichts motivieren. Nee, echt? Das ist mal echt was anderes, und zwar doch heute so richtig schönes Wetter. Hat man da Lust rauszugehen? Naja. Jetzt kannst du dann wenigstens wirklich echt davon berichten. Dann kannst du so freuen. Lag kräftigen Argumenten. Weiter so! Wieso durfte das nicht weiter rennen? Oh, ich hab's mir nicht angeguckt. Ah, der hat den Ball wahrscheinlich auch nach vorne fallen lassen. Er hat den Ball versucht zu fangen und dabei ist er nach vorne auch gefallen. Hallo, ich musste gerade nur mal gucken, ob ich das Netz habe. Warten, binden!
Ein Vorbach. Oder ein Spill. Wir lautern. Was denn? Ach so, okay, ja gut, ich hab aber dann doch trotzdem. Ich spiele super Saarbrücken, super! Hab alles erledigt. Okay. Ja, ja. Es steht besten. Auch zu Hause noch was zu essen für dich halt. Auf dem Bett halt. Dein Lieblingschinesisch. Ja. Ja. Ja, also die Hälfte. Aber das reicht ja für dich. Hochhalten. Nö, ich denke, geht schon so. Ja. Meinst du für morgen früh? Ah jo, gut, dann kannst du auch eine Flasche Cola mitnehmen. Bittchen. Ey, dann sehen wir uns. Jo, ich bin. 6-3 gerade für vielleicht lautern, aber spielen sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Ich filme halt. Lauf die Beine bleiben, lauf die Beine bleiben! Ich bin etwas abgelenkt. Happy! Das ist aus. So um 8 denke ich mal. Naja, ein bisschen später. 8:30. Na gut, schon wieder. Weiter. Hey! Hey, Support! Ja, schön! Hey! Auf! Danke dir. War es das wieder mal? Ich wollte gegen aufholen. Wolltest du schaffen? Natürlich. Ich fühle mich noch viel besser bisher. Das da war ja jetzt ein blöder Fehler. Nee. Schön wird. Ich kann nichts. Ja, bisher war auf jeden Fall, waren wir überlegen. Das war jetzt ein richtig dummer Fehler. Ja, das war sehr schnell der Porsche. Jo, klar, auf jeden Fall. Super Läufer. Aber es war halt, wenn wir nicht den Fehler da hinten gemacht hätten, dann wäre er gar nicht die Chance gekriegt. Selbst rausgespielt war das ja nicht. Gesehen, was da hinten passiert ist. Ja. Warum die da den Ball verloren haben. So ein Getrümmel da hinten. Komm schon, Jungs! Ich hab kühlen. Leo, lass mal Auto rein. Halt die Fresse! Nee, ich will saufen nachher. Du kannst ja wohl aber aufs Examen mal nichts trinken. Ausnahmsweise jetzt mal. Aber echt. Alles okay, Hendrik. Hendrik! Dann wäre es aber nett, wenn du mir irgendwas holen gehst halt. Was mit mir? Nee, Hendrik. Ich hätte es ja nicht gemacht. Hendrik, dann wäre es aber nett, wenn du mir irgendwas zu trinken holen gehst. Ja, hier hast du einen Schluck Wasser. Nein, eine Cola möchte ich.
Eine Pepsi-Cola. Ja, genau. Und die du in Deutschland gekauft hast. Mit Dosenpfand. Wenn er jetzt mit der Cola kommt, schicke ich ihn wieder zurück, weil ich eine Orangina will. Orangina, ich hab doch Orangina gesagt. Aufgemacht ins Gesicht. Was ist denn da jetzt schon wieder? Ist Pause wegen Lichtausfall oder so? Wahrscheinlich. Ja, ich denke eher, dass irgendwas ist, was der Schiedsrichter zu bemängeln hat. Ja, ist Schiedsrichter. Gut, dass du Rugby spielst. Fußball kannst du nämlich nicht. Nicht dich halte ich. Ne. Jawohl! Oh! Ja, keine Ahnung, es ist echt der Wahnsinn. Ja, Lars ist echt top in Form heute. Ja! Zu tief der Pass. Komm ja. C'est bon? Merci best. Beugen! Passen! Warten! Winden! Coca-Cola präsentiert dieses Video. Was für ein Lehrer bist du nun? Chemie und Bio Gymnasium. Ich bin die Elite. Hast du schon eine Anstellung? Oder? Hey, verteilt euch mal besser! Bewerbung ist eingereicht. Mehr kann man da nicht machen. Und dann hoffen ab Februar. Und dann ja auch nicht angestellt, sondern... Aber Biochemie sieht ja gut aus, oder? Biochemie sieht gut aus. Ja, man sagt... Ja, das auf jeden Fall. Ja, Vorball von Kaiserslautern, Getränke für uns. Wo genau, das muss im Video nochmal analysiert werden. Das sehen wir an der Zeitlupe nochmal. Die von Snickers präsentiert wird. Der Lautraskram ist aber ein bisschen schwach heute. Warum bricht denn das da zusammen die ganze Zeit? Wohin? Wohin? Warum wirft er den Ball da noch so weg? Warum?
Das macht doch jetzt nur die Stürmer kaputt, echt. Unnötigerweise. Die Arme. Ja. Immer auf die Stürmer. Also wenn der Dreiviertel sich wieder nicht zu helfen weiß, was macht er? Wirft einfach mal den Ball nach vorne. Jawohl! Komm schon! Das heißt, das ist hier diese Flügel. Das war das gerade mit dem Flügel hier. Ja, was meinen Sie? Schießt sich das so gemacht? Ich weiß nicht. Er ist drüber gesprungen. Ja, er hat drüber wieder drüber geworfen. So wie vorhin auch. Also immer drüber gesprungen. Der Ball ist dann nicht mehr spielbar. Ja. Dämlich. Gerne mit Kabel, ja. Gerne mit Kabel heißt es jetzt. 10 Minuten raus. Ach so, Unterzahl auch noch. Sie sind schwarz, Sie sind weiß und Ihr Stammbaum muss ein Kreis. Alter Schwede. Das Gegenteil beweist. Jawohl! Mit Björn! Holt euch! Björn, warum? Drauf, weil es so spannend war und ich zugucken musste. Scheiß Video. Ich bin verletzt. Also ich bin mit einer Metallplatte versehen und es ist so riskant wieder zu spielen. Wann kannst du noch mitspielen? Heute können die Land pausen. Irgendwann muss ich rausmachen. Dann versuche ich mich nochmal dran anzutasten. Wo ist das beim Rugby passiert? Ja. Ja, Schlüsselbein. Blöde Scheiße. Komm schon, Jungs. Nein! Geh rein!
Was war Peppi? Ausgehebelt oder was? Yeah, oder weil du. Wenn du irgendwelche Fragen hast. Das habe ich jetzt nur für die Kamera gesagt. Eine Auswechslung. Benjamin Bax wurde ausgewechselt, für ihn kam Bachtosch und Nuck. Bitte? Ja. Komm doch, auf, mach!
Alle Ball gegen uns. Hey! Hey! Kauf! Ja, ich stelle eine Puls von 180. Konzentrieren! Ja, aber jetzt, wenn es halt einen Strafkick für den Gegner gibt, dann müssen wir 10 Meter weg. Ne? Okay. Und das waren sie jetzt nicht, weil halt, ja, war zu langsam halt. Und dann haben sie halt lieber aufgehalten. Und jetzt haben sie nochmal einen Strafkick von näherer Position. Und jetzt darf er dann dazwischen kicken. Ja, der war. Der war. Zwischenstand soll jetzt 16 zu 3 sein. Das ist eigentlich schlimmer unter uns ist. Ja, nee, das ist jetzt wieder, so muss die Konzentration nochmal wiederkommen, ansonsten haben wir besser gespielt. Aber wir haben halt nicht die Punkte gemacht. Unnötigerweise mal wieder. Geht schon. Ich bin ja nur der Amateur. Ist es öfter, dass das auch hier ist? Oder? Ja. Also war jetzt schon die Saison, jetzt auch zum dritten Mal. Ja. Also, nee, jetzt wird er übertragen. Das hab ich schon nie gesehen. Ah ja. Guckst du Sportarena? Ich bin ja Arbeiter im SR. Ich bin ja öfter bei der Sportarena dabei. Von daher. Also mir wurde schon erzählt, dass es gesehen wurde. Der Björn, glaube ich, hat gesagt, er hat es gesehen gehabt. Muss man drauf achten. Okay, das war jetzt hoch High Tackle, ja. Der hat halt überhalb der Schultern getackelt und das ist, jo. Das war auch nicht. Nee. Gefährlich, ja. Sehr gefährlich, ja. Also wenn das jetzt, das kann auch schlimmer ausgehen. Los, Brücken! So, Brücken!
Die Stimmung kocht. Saarbrücken! Was ist denn da bitte schon wieder? Das kann ja nicht wahr sein. Als ob da irgendwie so ein Schalter eingebaut wäre, unbedingt beim letzten Pass noch einen Fehler zu machen. Ach, ja. Ich weiß nicht, über die Linie, aber sie schaffen es nicht. Warum schaffen sie es nicht? Was ist los? Es ist immer ein Fehler noch am Ende. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ja, fällt sie gut, aber die Punkte zählen halt. Irgendwann lässt den Ball nach vorne fallen. Momentan steht es jetzt 16 zu 3 für Kaiserslautern. Ich hoffe, das ändert sich noch. Vom Spielverlauf sieht es eigentlich nicht schlecht aus, aber naja, ja, das Ergebnis. Ja, gut. High-Tech. Ich finde den Ball noch ziehen. Ich bin ein Sparer, gell? Ja. Scharfe Sparer heißt nicht mehr. Ja, man sieht ja wirklich gar nichts mehr jetzt. Ja, ist alles schlecht. Jean-Pierre, ha? Habt ihr wieder die Stromrechnung nicht bezahlt? Ja, Freund, da ist mit, glaube ich. Du weißt es nicht mehr genau, gell? 18:30, glaube ich. Jawohl! Weiter! Weiter! Jawohl! Jawohl! Weiter! Weiter! Mach doch! Sofort! Mensch, 2 Meter vor der Linie, das gibt's noch nicht. Rüber! Jawohl! Saarbrücken! Saarbrücken! Das war ein sehr, sehr schöner Anblick. Ich bin sehr stolz. Ja, das sind jetzt schon mal 5 Punkte. Und jetzt unser Kickgott. Kick nach Nummer 2 oder 3? 2. 2 nochmal. Ja, bei einer Erhöhung ist nur 2, ansonsten ist ein Kick immer 3. Leo, wir hatten einen Versuch gelegt. Müsste Tim gewesen sein. Tim. Der hat auf jeden Fall am lautesten gebrüllt. Ja, stimmt, das war's. Ich glaube, Fabian war's. Fabian hat, glaube ich, den Versuch gelegt. Ja, aber es ist doch wirklich üblich. Ja, doch, also Tim war der unten am Boden da gelegen hat. Ja. Tim war's, ja. Das funktioniert doch noch. Gott sei Dank. Ja. Ja, mal ab, ja. Ja, ich bin
Wenn das Fernsehen da ist, dann glänzen sie plötzlich wieder alle. Publikum ist wirklich. Hat er nicht gesehen, hat er doch gemacht? Nee. Aber wenn er vom Donald gekickt worden wäre, hat der Schiedsrichter gesagt, er ist drin. Ganz schön, Jungs! Das ist ja wieder typisch. Da setzt der Bruder das Ding daneben, dann geht er, ne? Ja, das ist die schlechte Bruder. Ciao. Ciao. Ja, sieht man, Die Flasche neben der Kamera hochstellen. Hey, du bist so Kamerageil, wie du immer hier hochguckst, so, ob ich dich vielleicht filme. Warte.